Radio 1, das Berlinale Radio, also das Team des israelischen Films, ist jetzt gerade gegangen. Wir haben ja noch gehört, dass Tom inzwischen also in Paris wirklich lebt und da in einer Bäckerei arbeitet. Und er hat mir auch nochmal gesagt, er würde mir ein paar Rezepte auch geben. Also im Film sieht man, er isst nämlich jeden Tag immer Spaghetti. Und das rechnet er sich aus, kostet 2,50 Euro mit Zutaten. Jeden Tag das Gleiche. Gehört zu den vielen sehr witzigen Einfällen in diesem Wettbewerbsfilm Synonyms. Und damit sind wir dann beim nächsten Wettbewerbsfilm, der heute Morgen um 9 Uhr lief. Wie gesagt, große Herausforderung für unsere Gastkritikerin, die Sie bitte nochmal herzlich begrüßen. Die wunderbare Autorin Jenny Abenbeck. Jenny, danke dir nochmal. Du wusstest ja auch nicht, dass es so ein langer Film werden wird. Aber man sieht daran ja, Jenny, du hast ganz schmale Bücher geschrieben. Und wenn man die liest, wie Heimsuchen zum Beispiel, hat man auch das Gefühl, einen Jahrhundertroman gelesen zu haben. Und 3 Stunden wiederum können auch im absoluten Fluge vergehen. Also als es zu Ende war, dieser Film So Long, My Son von Wang Xiaochai, da war ich wirklich hingerissen. Du sprichst ihn anders aus, sagst du? Wang Xiaochai. Klingt viel besser. Wir kennen ihn übrigens. Er war auch schon öfter auf der Berlinale, hat schon 2-mal Silber hier gewonnen. Erste Mal mit Beijing Bicycle, ein Klassiker inzwischen, nicht? Also ein ganz großartiger Autor und Regisseur. Jetzt ein monumentales Werk und ich bin sehr gespannt, wie du das jetzt so plottest, wie man so sagt. Also es sind 2 Paare, das gebe ich schon mal vor, von denen erzählt wird. Und man braucht eine Weile, bis man das so zeitlich sortiert hat. Aber es müsste dir auch gefallen, die Struktur. Aber vielleicht später mehr dazu. Vielleicht erstmal so die Grundstruktur dieser beiden Paare, die sich ja irgendwie auch ineinander spiegeln in China. Ja, also ich dachte, du machst den. Nö, bist ja Gast heute. Okay, überlässt er mir. Also, es ist tatsächlich so, dass ich den Film am Ende gerne gleich nochmal gesehen hätte, was ja auch ein gutes Zeichen für den Film ist, weil dann haben sich bestimmte Dinge aufgeklärt, die vielleicht auch durch die Untertitel schwieriger zu verstehen waren als für Leute, die des Chinesischen mächtig sind. Also, inzwischen habe ich es verstanden. Und zwar, es sind 2 befreundete Paare. Im Prinzip sind es sogar 3 Paare. Also 3 Paare, von denen 2 Paare jeweils einen Sohn haben. Und diese Söhne sind am gleichen Tag geboren und dadurch miteinander verbunden. Und es passiert das, was wahrscheinlich das Schlimmste ist, was jemand passieren kann, der ein Kind hat. Der eine Sohn kommt bei einem Badeunglück ums Leben. Die Eltern dieses Sohnes ziehen in eine andere Stadt, verlassen den Ort, adoptieren ein anderes Kind an seiner Stadt sozusagen. Und ganz am Ende, das will ich nicht verraten, weil vielleicht können wir den Film hier auch noch im normalen Kino sehen. Es ist verbunden auch mit diesem anderen Kind. Und es geht auf eine sehr komplexe Art um den Umgang mit dieser Schuld. Wie gehen die Familien damit um? Wie reagieren auch die Eltern des Kindes, das eben leben geblieben ist? Kann man der eigenen Vergangenheit entfliehen? Das, was eben Thema war, auch im letzten Interview, kann man dadurch, dass man den Ort verlässt, wo so ein schreckliches Ereignis stattgefunden hat, was einen permanent erinnert, kann man der Erinnerung wirklich entfliehen, dadurch, dass man den Ort wechselt. Und der Regisseur Wang Xiaochai macht es auf eine sehr schöne Art, indem er eigentlich diese Zeitebenen die ganze Zeit hin und her aneinander kollagiert fast, sodass man permanent ganz, ganz intensive Szenen hat, in denen man auch jeweils versteht, worum es geht. Trotzdem hat man auch viel nachzudenken, weil man die Sache zusammenbauen muss selber und die Ebenen auseinanderkriegen muss. Und ich finde, das ist sehr, sehr kunstvoll gemacht. Also ich muss auch dazu sagen, es sind wunderbare Schauspieler. Also die sind ja auch in verschiedenen Altersschichten ihres Lebens zu sehen. Ganz großartig, ganz innig. Und man versteht so schön, um jetzt bei den Persönlichen erst noch zu bleiben, dieses Paar, das da eigentlich diesen Verlust hat, die nehmen dann den Jungen auf. Es ist ein sehr komplexer Film, wie du sagst. Also der adoptierte Junge leidet natürlich schrecklich darunter, dass er immer spürt, ich bin ja nur der Ersatz, und zwar der unvollkommene Ersatz. Das scheitert also auch. Trotzdem bleiben sie ja zusammen. So eine Ehen gehen ja oft auseinander, weiß man, aus so einem Verlust. Also sie gehen durch dieses Leben gemeinsam. Und ich finde, das ist so eine ganz anrührende Schilderung einer solchen Gemeinschaft. Bei allen Leiden ist das auch sehr menschlich erzählt und ja auch anrührend. Wie ging es dir mit diesem Ehepaar? Die stehen für mich dann doch eigentlich im Zentrum. Wir gehen ja vor allem mit ihnen mit. Also besonders beeindruckt hat mich die Frau. Der Mann ist auch toll. Aber auf der Pressekonferenz hinterher ist der Mann die ganze Zeit zu Wort gekommen und befragt worden und die Frau ist irgendwie so unter den Tisch gefallen. Also diese Schauspielerin heißt Yong Mai und
ist wirklich großartig. Und der Film hat eine, finde ich, ganz, ganz kluge Haltung zu diesen Begebenheiten. Also der führt jetzt nicht Leute vor, die in Hysterie verfallen oder so, weit entfernt davon. Es wird mit, eigentlich mit großer, erschütternder Ruhe mit diesen Dingen umgegangen. Ich würde fast sagen, mit Weisheit wirklich versucht, über diese enormen Brüche hinwegzukommen. Und ich habe eben den Regisseur dann auch im Interview gehört und er hat gesagt, es geht ihm um die Art, wie Menschen mit solchen schlimmen Schwierigkeiten umgehen und wie sie darüber hinwegkommen im Prinzip. Also eigentlich sogar um einen positiven Prozess, aber natürlich muss man sagen, darüber kann man nicht hinwegkommen. Und es ist aber wirklich beeindruckend zu sehen, wie die permanente Auseinandersetzung quer durch 30 Jahre mit der gleichen Frage danach eigentlich, warum das passiert ist und wie man mit dem Verlust fertig wird, wie das über 30 Jahre erzählt wird, durch verschiedene Lebensphasen hindurch. Und dann ist natürlich der politische Hintergrund auch wichtig. Genau, also das finde ich noch einen ganz wichtigen Aspekt. Also übrigens in immer dieser raffinierten Rückblendtechnik braucht man anfangen ein bisschen, bis man versteht, wer ist jetzt hier wer in den Rückblenden, dann funktioniert es aber. Und das fand ich eben auch noch so bemerkenswert, wie das eingebettet ist in eine Geschichte von China. Und zwar vom Kulturrevolution sogar noch davor, bis in diesen heutigen Turbo-Kapitalismus, wo man auch merkt, da geht es den Leuten plötzlich besser. Also für mich war das auch ein ganz hochinteressantes politisches Zeitbild. Ja, es wird natürlich dadurch, dass die private Tragödie vor dem politischen Hintergrund erzählt wird, verschärfen sich manche Sachen einfach noch. Also es gab ja bis vor ganz kurzer Zeit diese Ein-Kind-Politik und dieses Ehepaar, die den Sohn verlieren bei dem Unglück, die hatten eigentlich, da war die Frau noch mal schwanger und eigentlich wollten sie auch irgendwie dieses Kind kriegen. Und die Frau vom anderen Ehepaar war zufällig sozusagen die Kontrolleurin dafür, dass diese Ein-Kind-Politik eingehalten wird und hat sie quasi gezwungen, abtreiben zu lassen. Dadurch wird die Situation natürlich noch mal verschärft, weil sozusagen sie verlieren das eine Kind und durften das andere nicht haben. Und solche Sachen werden miterzählt. Es wird auch miterzählt die Entlassung des Mannes aus der Fabrik. Also das war für mich zum Beispiel eine ganz neue Sache, weil ich immer noch irgendwie so davon ausgegangen bin, da ist, sage ich jetzt mal, noch so ein Restsozialismus am Werk. Und plötzlich sieht man irgendwie, dass da Leute gekündigt werden und dass da auch Unruhe plötzlich in die Menge kommt und Unmut. Und ich musste bei manchen Dingen, in China ist, glaube ich, das ein wichtiges Thema, dieser Umbruch, weil das Alte praktisch Jahrtausende von dem Neuen entfernt ist. Und Heiner Müller hat mal gesagt, Revolutionen werden meistens nicht gemacht, um was zu beschleunigen, sondern um eine Entwicklung aufzuhalten oder zu verlangsamen. Und daran muss ich bei dem Film oft denken, weil es ist schwierig, in 2-3 Generationen diese Jahrtausende zu überwinden. Und man hat in vielen Szenen auch, also man sieht die Fischernetze in der kleinen Stadt, wo das Ehepaar dann hinzieht. Man sieht Fischernetze und eigentlich so eine arme, kleinstädtische Verkommenheit so am Meer. Und dann sieht man aber, wenn sie in die Stadt fahren, sieht man riesige Gebäude, riesige Straßen, schicke Autos und so weiter. Und man hat es eben noch gleichzeitig. Und in den Menschen ist es eben auch gleichzeitig, die Vergangenheit und die Zukunft. Wunderschöner Schlusssatz, finde ich. Das fast alles, was diesen tollen Film ausmacht. Also Yong Mai wäre für mich auch eine Kandidatin, übrigens für den Silbernen Bären, gerade in dieser Zurückhaltung, wo sie unheimlich viel zeigt, eigentlich ohne großen schauspielerischen, sichtbaren Aufwand, ist ein ganz großes Erlebnis. Der Film ist, du hast es ja gesagt, auch noch zu sehen, und zwar mehrfach, zum Beispiel morgen um 10.30 Uhr im Friedrichstadtpalast auf dieser schönen großen Leinwand kann man also den Film sehen, So Long My Son. Und das ist wirklich einer der stärksten Filme dieses Wettbewerbs, sind wir uns einig, Jenny, obwohl du nur einen gesehen hast, aber das kannst du einfach mal so sagen, so ist es. Jenny Appenbeck war das mit der Kritik. Danke dir.